Hallo. Ich wollte heute eine Aufgabe hier vorstellen und beziehungsweise analysieren und lösen über Brunnen und Grundwasserproblematik. Nicht Problematik, generell Grundwasser. Eine wichtige Aufgabe eines Ingenieurs oder eines Bauingenieurs ist die Randbedingungen aller Formeln und Gleichungen zu wissen und zu überprüfen. In diesem Beispiel werden wir überprüfen, ob Darcy-Gesetz in der gegebenen Situation anwendbar ist. Okay, die Aufgabestellung sieht so aus. Ein Brunnen mit einem Durchmesser von 0,3 Meter. Sie sehen hier, das ist dann 0,3 Meter. Wurde dargestellt, hat eine 25 Meter lange Filterstrecke. Das ist dann diese Filterstrecke hier, 25 Meter. Und das ist diese graue Feld hier, ist es dann Filterstrecke. Genau. Das Material des Aquifers weist eine Körnung von hydraulisch wirksamer Korndurchmesser von 1,5 mm. Das heißt, hier haben wir die Körnung von diesem Aquifer. Wir haben eine DW, ich schreibe diese hydraulisch nicht mehr. 1,5 Millimeter. Aus dem Brunnen wird mit einem konstanten Abfluss von 0,2 Kubikmeter pro Sekunde Grundwasser gepumpt. Die Frage ist oder gesucht wird, gilt das Darcy-Gesetz im Nachfeld des Brunnens? Das heißt, in diesem Bereich, was passiert ist, ob das gültig ist, Darcy-Gesetz. Sie sehen hier darauf sich, überall Wasser dann hier in diesen Brunnen reinfließt. Und wir haben dann hier einen Umfang von diesem Brunnen und Länge von Filterschicht. Dann können wir durch strömbare Fläche kalkulieren. Erstmal A von Fs, Filterschicht ist dann gleich P mal D mal Länge. Dann, das ist 3,14 mal 0,3 mal Meter mal 25 Meter. Die beiden, die sind, braucht man auch nicht so richtig Taschenrechner, die werden ungefähr 9,5 rauskommen, weil 3 mal 3 ist 9, 3 mal 14, 52, 0,5 mal 25 Meter. Wir werden eine A, ich schreibe FS nicht mehr, von 23,55 kalkulieren. Quadratmeter. Das ist dann erste berechnete, ermittelte diese durchströmbare Fläche. Im zweiten Schritt, dadurch, dass wir Durchfluss von Grundwasser, was gepumpt wird, kennen, 0,2, wir können anhand dieser Formeln von V ist gleich Q durch A mittlere Geschwindigkeit kalkulieren. Das ergibt sich dann 0,2 Kubikmeter pro Sekunde durch Fläche, das ist dann Fläche von durchströmbarer Fläche, Quadratmeter. Dann werden wir, ich werde das auch umrechnen in Zentimeter, dann werden wir eine Geschwindigkeit von 0,85 Zentimeter pro Sekunde hier rechnen. Das ist dann das Zweite, was wir berechnet haben.
um herauszufinden, ob das Gesetz anwendbar ist, dadurch, dass wir wissen, Darcy-Gesetz sagt, wir können Darcy-Gesetz anwenden, wenn Strömung laminar ist. Das heißt, wir brauchen Reynolds-Zahl zu kalkulieren, um Laminarität oder Turbulenz im Nachfeld dieser Filterschicht zu kalkulieren. Reynolds-Zahl wird dann Dichte von Wasser mal mittlere Geschwindigkeit mal die hydraulisch wirksame Korndurchmesser. Das ist speziell für Grundwasser, kann man diese DEW nutzen, ansonsten das ist eine charakteristische Länge und durch Viskosität. Ich habe schon vorher hier diese Zahl eigentlich in Zentimeter pro Sekunde umgewandelt. Daher werde ich alles hier im Zentimeter umschreiben, damit dass wir schneller zum Ziel kommen. Dichte von Wasser ist es dann 1 Gramm pro Kubikzentimeter mal 0,8 Zentimeter pro Sekunde und mal wirksamer Durchmesser in Zentimeter wird 0,15 Zentimeter sein, dividiert durch Viskosität von Wasser in Gramm durch Zentimeter Sekunde. Alle Einheiten, die kürzen sich ab und im Endeffekt, wir werden eine Zahl kriegen, 12,75. Und im Grundwasser, wir wissen, wenn Zahl größer als 10 ist, diese Reynolds-Zahl, dann wir haben eine turbulente Strömung. Daher können wir Darcy-Gesetz nicht hier anwenden. Ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr einfach einen Comment, als Kommentar unterschreiben, dann werde ich auch auf jeden Fall antworten.